ist denn die Arbeit? Sind die Leute nett? Kerkhoff. Wolf. Nö. Ist mir aber auch egal, weil ich bin der Boss. Du weißt doch, Männer mögen es nicht, wenn man ihnen als Frau sagt, wo es lang geht. Da werden sich aber dran gewöhnen müssen. Herzlich willkommen bei Relevant. Mich wundert ehrlich gesagt ein wenig, dass Sie bei uns arbeiten möchten. Sie bisher eher als Aktivistin wahrgenommen, nicht so sehr als Journalist. Keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Warum relevant? Warum willst du für eine Illustrierte arbeiten, die Würde der Frauen mit Füßen tritt? Ganz einfach, weil ich da was bewegen kann. Ich werde stellvertretende Chefredakteurin von Deutschlands größter Illustrierten. Wisst ihr, was der Verleger zu mir gesagt hat? Wissen Sie, was Olsen über die Wolf gesagt hat? Frau Wolf, mit diesem Job sind Sie Deutschlands mächtigste Frau. Ich muss ihm das halbe Frontalhirn weggeblasen haben. Der BH wird 50. Ich habe dazu mal eine Illustration bestellt. Ist wirklich sehr beeindruckend, ja. Hat irgendjemand mitbekommen, dass die Frauen gerade dabei sind, ihre Büstenhalter zu verbrennen? Ich trage beispielsweise gerade keinen. Das sieht gut aus. Ich will die nächste Titelgeschichte. Ich habe die Chance, Frauen in einem Bus zu begleiten, die zum Schwangerschaftsabbruch nach Amsterdam fahren. Mein Bauch gehört mir! Der geltende Paragraph 218 führt Frauen systematisch in die Hände von Kurpfuschern. Sie riskieren dabei ihre Gesundheit und ihr Leben. Sie haben doch Jenny in Saint-Tropez kennengelernt. Ich möchte, dass Sie sich um sie kümmern. Bitte? Danke. Gratuliere, Frau Wolf. Jetzt sind Sie Deutschlands mächtigstes Kindermädchen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Du bist die schönste Frau, die ich kenne. Du weißt, was du willst. Deshalb weißt du auch, wer du bist. Jenny, wir wollen beide nicht, dass es raus. Doch, wir sind nicht das Problem. Die anderen, die sind das Problem. Ich kann das einfach nicht ab, wenn irgendwelche Hausfrauen den Film Noir mit Schwarz-Weiß verwechseln. Hab ich. Wenn Sie mich noch einmal Hausfrau nennen, schneide ich Ihnen die Eier ab. Sie sollten sich öfter mal ein bisschen entspannen. Das haben Sie sich verdient, Herr Olsen. Ja. Nur zu Ihrer Information, Frau Simonis. Ich habe nicht mit Olsen gewurmt. Ich aber. Das ist ein Irrenhaus. Ich schaffe dir was Unterlagen. Ein paar Kontakte. Sweetheart, du bist die Beste. Sie können nicht einfach die Titel austauschen! Das Cover fällt in meine Verantwortung. Das ist mein Hoheitsgebiet. Du hast in meine Idee gekackt! Sie missachten alle journalistischen Grundregeln. Von mir aus können Sie an Ihren journalistischen Regeln ersticken. Was wollen Sie denn mehr? Gerechtigkeit? Ja, träumen Sie mal weiter. Ihr Problem ist, dass Sie alles besser wissen. Was, wieso? Weil ich einen moralischen Kompass habe, weil ich Fragen stelle? Sie müssen anscheinend nur das letzte Wort haben. Ja, muss ich.